Hey ho, Vorwort zu Teil 5. Tja Leute, was soll ich sagen? Ich wurde heute früh jäh aus meinen Urlaubsträumen und aus meinen Videoplänen gerissen. Da hinten die nächste blaue Tonne ist die von uns und ich drehe mich mal um hier. Tja. Jede Menge Holz vor der Hütte und ja, ich kann nicht so wie ich will. Ich helfe der Jugend auch noch ein bisschen mit. Gut, ich drücke mich mehr, als dass ich helfe, aber nichtsdestotrotz war der Tag heute deswegen kaputt. Also konnte ich nichts grillen, aber ein Grillvideo habe ich ja noch, ich glaube zwischen 4 und 5 rausgeschmissen. Naja. Teil 5, was kommt auf euch zu? Der Rest von Festung Königstein. Und tja, dann noch ganz kurz beim René. Ich glaube, das ist bloß eine Szene. Und danach machen wir dann eigentlich schon Ende mit der Folge. Also dieses Mal eine etwas kürzere. Und wie lang dann der letzte Teil wird, das ist dann die Heimreise. Das werden wir sehen, aber ich denke, das wird auch ein bisschen kürzer werden, nicht allzu lang. Und naja, schauen wir mal. Schön, oder? Film ab. Tja, wie ihr seht, sie ist voll, aber auch gleichzeitig noch Baustelle hier drin. Ja, und da werden wir mal weiter übernehmen. Wir stehen jetzt hier vor solchen Pulverkasematten. Pulvermagazin Nummer 2, um es genau zu sagen. Das Geschossmagazin. Ich kann euch ja wieder mal ganz kurz die Tafel zeigen. Er kann wieder Standbild machen, wenn er möchte. Und dann könnt ihr es lesen. So. Und dann geben wir doch mal glatt hinein. Wie ihr seht, wahrscheinlich irgendwelche Lüftungsschlitze. Selbst die Schlösser gehen noch. Die gehen etwas rum. Dasselbe nochmal. Natürlich etwas moderner. Ja, und jetzt habt ihr mal einen Einblick in diese Pulverkasematte. Also man sieht nicht viel, aber immerhin etwas. Ja. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das ja das Luftschlösschen vom August des Starken. Ja, wie ich schon vermutet habe, oh, auf alle Fälle ein Lusthaus. Ja, und auch wieder von der Seite der Festung ein wunderschöner Ausblick. Unten die Elbe, die an der Festung vorbeiläuft. Darunter nehme ich euch jetzt mit. René verloren. Ach, da unten steht er ja. Wir sollen gar nicht runterkommen. Das geht doch nicht. Ach, da kommen wir hier wieder raus. Jetzt. Na ja, ich latsche noch mal hinunter. Thank you.
Naja, Hauptsache es saufen bleibt kalt. Das sind selber noch dem was Restaurant, gell? Gewesen. Das fällt nicht. Also das war jetzt ein Brunnen mit 150 Meter Tiefe. Und zum Abschluss jetzt noch einen schönen, lecker Eiskaffee. So, Freunde, das war's jetzt hier mit der Festung. Der René hat zwar gesagt, da hinten wären noch so Pferdeställe und so ein Klumperbatsch, aber egal, wir haben jetzt einiges gesehen. Die Tiefkeller wären zwar noch interessant gewesen, aber irgendwie haben wir die Führungen ja verpasst. So kann man das eindeutig sagen. Wir machen uns jetzt wieder an den Abstieg, wieder dann runter und naja, dann geht's wieder zurück. Und dann gucken wir mal, was heute noch so alles abgeht. Was sagst du? Sonnenblume links. Oh, aus dem Felsen wächst eine Sonnenblume raus. Aber René, Carina, wisst ihr, was jetzt lustig wäre? Ja. Wenn wir einen Tacki hier runterrollen würden. Oh, dann hätten wir Spaß. Ja, da hätten wir viel Spaß. Oh, das Schluck wäre nicht ohne. Da eine Sonnenblume aus der Wand. Da hätte auch hochlaufen müssen. Ja. Was? Oh, ich bin fertig. Und die zweite Runde. Also, wir sind zurück vom Königstein, wie man unschwer erkennen kann. Und der René... Leute, wir sind zurück vom Königstein und wie unschwer zu erkennen ist, ist der René da hinten schon wieder am Start. Die Cam hat er da auch schon wieder aufgebaut. René, machst du für deine Zuschauer schon wieder ein Video? Ja, ich bin dabei zurzeit ein paar Gewürze, also ein Video zu machen. Und zwar werde ich ein paar Gewürze testen, die ich mir mal im Amiland bestellt habe. Und da werden wir heute den ersten Teil davon drehen. 4 Gewürze sind's. Also, okay. Das ist eine Sache, die ein paar Tage dauert. Auch nicht schlecht. Dann kriege ich noch was zum Essen. Cool! Nee, das kann aber dauern. Also, das ist zwei, mir wurscht. Drei Stunden. Im Königstein, das Essen war ja wirklich reichhaltig, genügend. Naja, über den Rest reden wir jetzt nicht mehr. Das haben wir vergessen. Ja, das stimmt. Okay, Leute. Wir schauen halt zwischendurch den René wieder auf die Finger.